Hallo, die Heusaison steht wieder vor der Tür, aber dieses Jahr wird alles anders. Unseren großen Schlag bei den Pferden können wir gar nicht mehr bearbeiten, aber dafür haben wir hier in unserem Tal, wo wir mal hinziehen wollen, einige neue Flächen erschlossen, alles schön am Hang, ganz großartig, viel mehr Fläche und damit werden wir uns in diesem Video rumärgern. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und hoffen, dass nichts kaputt geht. Wir beginnen unsere Heuernte natürlich gleich erstmal wieder mit ein paar schönen Wartungsarbeiten, denn unserem Hanomag Perfekt 300 fehlt vorne eine ganze Menge Luft. Normalerweise wird er einmal im Jahr aufgepumpt, wenn der große Traktor hier mit der Reifenfüllstation vor Ort ist. Da wir aber dieses Jahr hier auf der Pferderanch kein Heu machen, müssen wir hier leider mit der Fahrradluftpumpe nachhelfen. Wir haben uns dieses Jahr dazu entschieden, hier unsere 2 Hektar große Wiese an der Pferderanch nicht mehr für die Heugewinnung zu nutzen, denn wir brauchen mehr Futter für unsere Pferdchen. Irgendwie werden das immer mehr, so richtig kann ich mir das nicht erklären, meine Frau wüsste da wohl näher Bescheid, aber man soll ja nicht allzu viel nachfragen. Also deshalb packen wir jetzt mal hier unser Mähwerk auf den großen Anhänger und dann nehmen wir hier noch unseren Schwader mit, damit wir dann drüben auf unserem Dörfchen die doppelte Heutechnik haben. Bei dem Mähwerk handelt es sich um ein Standard-Farm-Mähwerk mit 1,60 Meter Arbeitsbreite. Ich glaube, die gab es zuhauf in 100 Sorten und jeder Hersteller hat das gleiche gebaut. Wir haben davon eins noch in Rot, das ist glaube ich von Fella. Das hat gute Dienste geleistet, das haben wir vor anderthalb Jahren mal mehr oder weniger neu aufgebaut. Funktioniert ganz hervorragend. Natürlich darf bei der Fuhre hier auch unser Schwader von der Firma Fella nicht fehlen mit seinen 2,50 Meter Arbeitsbreite. Auch das Gerät haben wir vor 2,5 Jahren mal neu gestrichen und ein bisschen neu aufgebaut, neue Ketten reingebaut. Und seitdem funktioniert es halbwegs passabel. Das größte Problem an diesem Schwader ist die Befestigung des Ritzels auf dem Hauptantrieb. Das ist ein schnöder Scherstift, wirklich sehr popelig gelöst. Aber was soll's, wenn man langsam einkuppelt, hält auch dieser Schwader noch mindestens 10 Jahre fleißig durch und wie gesagt, eines der wichtigsten Geräte, denn es gibt nichts Schlimmeres, als trockenes Heu auf der Wiese liegen zu haben, was man nicht schwaden kann. Wir sind jetzt hier mit unserer Fuhre angekommen, das ging alles ganz wunderbar, es hat super gehalten, sieht sogar ganz anständig aus und ja, jetzt laden wir die guten Gerätschaften noch ab und bereiten sie mal auf die Heusaison vor. Das Vorbereiten unserer Heutechnik hat der Fadi alles schon in der Woche gemacht. Das war eine super Sache, hat uns richtig viel Zeit gespart. Deshalb können wir jetzt hier direkt schon mit unserer ersten kleinen Wiese, die hat nur um die 1000 Quadratmeter, anfangen zu mähen mit unserem dann am Ende doch ein Fahrmähwerk, was schon um die 30 Jahre alt ist. Und ja, dann werden wir uns jetzt mal hier wieder ein bisschen auf die Heusaison einstimmen.
Nach dem Aufwärmen geht es nun an die erste große Wiese. Das sind für uns hier 1,3 Hektar ganz oben auf dem Berg. Das war die letzten 40 Jahre lang eine Kuhweide. Jetzt wollen wir mal schauen, wie viel Heu wir hier von der Fläche runterbekommen können. Und da wir dieses Jahr so um die 4,5 Hektar Heu machen wollen, können wir das alles nicht nur mit einer Maschine machen. Wir müssen hier wirklich alle beiden Traktoren mit zwei Mähwerken betreiben. Für unsere Fahrskills und unsere Technik ist das hier oben auch noch Neuland, denn an solchen in Anführungszeichen steilen Hängen haben wir bis jetzt noch kein Heu gemacht. Das ist dieses Jahr Premiere und da schauen wir mal, wie gut wir uns hier am Steilhang so schlagen. Wir sind jetzt schon fertig mit dem Mähen der ersten großen Wiese. Das hat ganz gut geklappt. Und wer sich von euch jetzt vielleicht fragt, wann wir doch denn endlich mal dieses Mähwerk hier reparieren, was wir schon seit 2 Jahren ankündigen, da kann ich euch einen genauen Zeitpunkt nennen. Das ist nämlich genau 6 Wochen, nachdem ich in die Rente eingetreten bin. Erst dann habe ich Zeit, dieses Mähwerk hier auf den neuesten Stand der Technik zu heben. Bis dahin, nehmt einfach den Zustand als gottgegeben hin. Wir sind jetzt hier auf unserer mittlerweile heute, glaube ich, 4. Wiese angelangt. Das ist die Wiese, bei der wir den Weg erstmal mit unserem Menzimuk-Schreitbagger gebaut haben. Wer sich für das Video interessiert, klickt mal bitte hier oben. Da haben wir eine schöne Bagger-Action gemacht, um hier diese Heuwiese vernünftig zu erschließen. Da muss man vorne ein bisschen Weg verbreitern und hinten im Waldweg rumbaggern. Wer sich dafür interessiert, klickt auf den Link. Und wir machen jetzt mal einen richtig geilen Zeitraffer hier. Bei den großen Flächen hier unten im Tal bietet es sich auch an, gleich mit 2 Traktoren und einem 1,65 Meter breiten Mähwerk zu arbeiten, denn für uns sind das doch ganz schön große Flächen. Einige von euch werden da sicherlich drüber lächeln, aber mit der Technik, die wir zur Verfügung haben, müssen wir ja innerhalb von einem Tag diese 4 Hektar hier rummachen und das funktioniert nun mal am besten mit 2 Mähwerken und 2 Traktoren. Die Besonderheit in dieser Heusaison sind auch diese ganzen Schrägflächen, die ihr hier seht. Hier haben wir extra für den McCormick neue Reifen besorgt. Breiter, höher, besser, stabiler. Und der Fadi ist ja auch absolut furchtlos und mäht hier jeden Hang bis zum Limit. Also der Traktor ist hier wirklich voll ausgelastet in seiner Schräglage. Ihr habt ja auch gleich mal eine schöne Onboard-Sicht hier. Ich hoffe, man sieht, wie schräg der Traktor hier am Hang steht. Also das ist wirklich hier ein bisschen fast schon die Grenze. Die Hinterachse rutscht so langsam den Berg runter. Man muss halt ein bisschen gegenlenken. Aber das Mähwerk hält zum Glück ein bisschen gegen und verhindert das Abrutschen des Traktors. Und da unser kleiner Traktor hier auch kein Allrad hat oder irgendeine Bremse an der Vorderachse, gehört ja auch schon tatsächlich ein bisschen Mut dazu, mit der Karre hier so am Hang rumzukraxeln. Deshalb lasst hier mal einen dicken Daumen nach oben da für den Fadi, der hier der schrägste Rasenmähermann von allen ist. Jetzt habe ich aber erstmal genug erzählt. Die nächsten 3 Minuten könnt ihr hier das allerfeinste Heu ASMR genießen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und entspannt schön. Bye.
it's been so long, but still I can show her love. Oh no. Ui, das war eine ganz schöne Aktion. Wir haben heute 4,5 Hektar gemäht auf insgesamt 12 Teilflächen. Das war ein ganz schönes Gekutsche hier, die Wiesen alle umzuhauen. Und das Schlimmste am Ganzen ist, die Heupresse funktioniert noch nicht. Wir haben tatsächlich die Maat begonnen ohne funktionierende Heupresse. Was daraus nun wird, seht ihr im nächsten Video. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dann wieder einschaltet und wünschen euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.